Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir befinden uns am Bahnhaltepunkt Kronskamp. Hier findet viel Schienenverkehr statt. Als erstes sehen wir den Intercity auf dem Weg von Warnemünde nach Dresden. Dann folgt ein Cargozug mit vielen Gütern, der zum Rostocker Seehafen unterwegs ist. Die Rostocker S-Bahn-Linie 3 kommt aus Richtung Warnemünde über Rostock Hauptbahnhof und verkehrt nach Güstrower Lage. Vom Bahnhaltepunkt Kronskamp sind es ca. 9 Kilometer zum Flughafen Rostock Lage. Eine Umgestaltung zum ÖPNV-Umsteigehaltepunkt wäre möglich, ohne den Bahnsteig Richtung Rostock, ohne die Treppe zur Brücke und ohne die Fußgänger- und Radfahrerbrücke. Wie hier am Bahnhaltepunkt Rockendien wäre ein barrierefreier Umstieg zum Beispiel zum Abruflinientaxi möglich. Ebenso wäre dann im Zuge dessen eine Umbenennung des Bahnhaltepunktes angebracht. Das Abruflinientaxi bringt die Fahrkunden von Kronskamp zum Flughafen Rostock Lage und umgekehrt. Zurück am Bahnhaltepunkt Kronskamp verkehrt die S-Bahn weiter nach Güstrow. Zum Schluss sehen wir die S-Bahn in Richtung Warnemünde fahrend. Wenn der Bahnsteig hier auf der linken Seite zu sehen verschwindet, wird nur auf dem Bahnsteig hier auf der rechten Seite zu sehen in beiden Richtungen Warnemünde und Güstrow gehalten.